Ich habe eine Dekoration für eine Grillparty zur Hashtag LoveSummer Aktion für euch gebastelt. Um unechtes Grillfleisch herzustellen, habe ich zunächst einen Salzteig geknetet. Dazu habe ich eine Tasse Mehl, eine Tasse Salz und eine halbe Tasse Wasser in eine Schüssel gegossen. Dann habe ich noch ein bisschen Öl dazu gegeben, damit das Salz nicht so auf der Haut brennt und das Ganze sich noch geschmeidiger kneten lässt. Ja, dann habe ich einmal so eine Schneckenwurst gemacht. Die war super einfach. Und da habe ich mir Schaschlikspieße besorgt. Das werdet ihr auch noch in einem Haul-Video von mir sehen. Dann habe ich einfach so verschiedene eckige, ein bisschen so unebene Formen gemacht für einen Schaschlikspieß. Der ist jetzt ohne Gemüse, aber ich dachte, das tut es ja auch als Deko. Und zum Schluss habe ich dann noch ein Steak irgendwie versucht herzustellen. Ein bisschen Fasern auch mit dem Schaschlikspieß und hier die Grillstellen habe ich halt mit diesem Stab versucht zu simulieren. Ja, das Ganze habe ich dann mit verschiedenen Brauntönen angemalt. Und auf einem Brettchen dekoriert. Ich habe da noch ein bisschen Kräuter so drauf gestreut. Ich glaube, das war sogar irgendein Tierfutter. Ja, das ist jetzt echtes Basilikum, aber das halt wirklich kurz bevor die Grillparty losgeht, drauflegen, damit es auch noch schön frisch aussieht und echt. Ja, jetzt habe ich ein Bierchen geköpft. Ich gebe es zu, ich habe es auch getrunken, aber nur für Dekozwecke. Ja, und dann hatte ich so tolle Tropfkerzen. Leider weiß ich nicht mehr, wo ich die her hatte. Und um die in die Flasche zu bekommen, habe ich den unteren Teil so ein bisschen mit dem Messer abgeschnitzt, angeschnitzt, wie auch immer man sagt. Und dann hat man so einen Stab und kann das gut in die Flasche reinstecken. Müsst ihr dann immer mal probieren, dass es nicht zu dünn wird, dann sitzt es zu locker. Ja, und dann hat man einen schönen Kerzenständer. Ja, hier habe ich eine alte Konservendose genommen und diesen Serviettenkleber aus dem Action. Ja, und das Prozedere kennt ihr ja aus meinen Videos. Erstmal schön vorgrundieren. Oben habe ich das extra so ein bisschen silber gelassen, damit man auch sieht, dass das eine Konservendose war. Ich fand das halt ganz schön. Tut mir leid für die Zigarette da im Hintergrund. Das habe ich leider erst gesehen, als das Video schon fertig war. Sieht ein bisschen, naja, nicht so schön aus. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Blumenerde dazu gegeben. Und diese Supermarkt-Basilikum- und Rosmarinpflanzen kennt ihr sicherlich auch aus der Gemüseabteilung. Die habe ich dann einfach reingesteckt. Aber ich finde, das sind schöne Gewürze, zum Beispiel für Tomate, Mozzarella oder auch wenn man jetzt Kartoffeln hat mit Rosmarin. Das ist Plastikbesteck, sieht aus wie echtes durch diese silberne Optik. Leider weiß ich auch nicht mehr, wo ich das mal her hatte. Und da habe ich jetzt auch noch so eine Serviette drum geklebt. Und dann habe ich das Behältnis einfach noch ein bisschen verziert mit so künstlicher Pflanzenranke. Die hatte ich von der lieben Niki aus ihrem Paket. Kommt gleich zum Einsatz. Ja, und dann habe ich das Besteck noch drauf geklebt und dran gebunden, noch ein Lorbeerblatt und eine Knoblauchzehe und finde das eine schöne Deko für den Grilltisch. So, jetzt bastle ich ein Windlicht. Da braucht ihr einmal ein größeres Gefäß und ein kleines Glas, was in das große Glas hineinpasst. Das ist jetzt so ein Gurkenglas, weil der Rand, dieser Schraubverschluss nicht so schön aussieht, sagt mein Freund. Habe ich noch mit doppelseitigem Klebeband und auch wieder mit diesem künstlichen Grünzeug, sage ich jetzt mal, ich bin ja nicht so der Pflanzenkenner, das Ganze ein bisschen verschönert.
Und dann braucht ihr noch eine Stumpenkerze. Die kann ruhig ein bisschen kleiner sein als diese, denn ihr müsst das innere Glas noch beschweren. Auch wenn ihr das jetzt noch nicht seht, das habe ich später gemacht. Sonst geht das Glas hoch, wenn ihr das größere Glas mit Flüssigkeit befüllt. Ja, jetzt habe ich verschiedene Kräuter genommen. Manche waren echt, das meiste ist künstlich. Ja, und hier habe ich jetzt Rapsöl aus dem Aldi. Das hat 99 Cent gekostet, eine Flasche. Ihr braucht ein bisschen mehr als zwei Flaschen. Und jetzt seht ihr auch, in dem kleinen Glas ist mittlerweile Vogelsand. Und jetzt ist die Kerze ein bisschen groß, weil eigentlich soll die unter dem Öl brennen. Das ist ein absolutes Highlight. Und sieht dann aus wie eine Kerze unter Wasser. So, die nächste Idee wird ein Glas für das Grillbesteck. Da habe ich einfach schwarze Acrylfarbe genommen. Könnt ihr jede beliebige Farbe nehmen. Die habe ich mit Wasser verflüssigt. Und dann auch wieder so ein Schraubglas von Würstchen oder was auch immer ihr zu Hause zur Hand habt. Dann habe ich die Farbe reingegossen, zugeschraubt und durchgeschüttelt. Und schon ist das Glas picobello angemalt. Ihr habt draußen eine saubere Fläche. Und am Samstag war es ja so sonnig, das ist ratzfatz getrocknet. Einmal würde ich es halt noch abtropfen lassen und dann später in die Sonne stellen. Und jetzt könnt ihr von außen gleich weiterarbeiten, denn von außen habt ihr ja nicht gestrichen. Und ich finde, es sieht halt auch mit der Technik viel sauberer aus und glatter. Hier habe ich ein Bild aus dem Internet, einfach so ein Barbecue-Grill. Den habe ich mit doppelseitigem Tesa noch drauf geklebt. Ja, und dann ist das Glas auch schon fertig. Dann kann das Besteck rein. Und auch eine hübsche Deko. Ja, das ist jetzt eher für mich gedacht. Ich war am Wochenende nämlich bei Nichtrauchern. Da hatte ich hier so ein kleines Tonschälchen, Tontopfschälchen. Und das habe ich halt auch mit diesem Band noch verziert. Dann innen drin nochmal doppelseitiges Klebeband rein, ein bisschen Holzkohle, wieder Vogelsand. Und dann kann man das wunderbar als Aschenbecher nutzen. Ja, auch diese Zigarette rauchte ich nur für Dekozwecke. Und fertig ist die Grilldeko. So sieht es im Ganzen aus. Wir hatten einen wunderschönen Abend und gerade wenn es dann dunkel wird, leuchten die Kerzen wunderschön. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, euch hat das Video gefallen.